Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Ich bin euer Basti. Schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, wir gehen einmal ganz kurz hier rein, werden das Bild weitermalen, denn das dauert dann wieder 15 Minuten, bis wir das nächste Mal malen können. Wir schauen mal, wie es mit unseren Aufgaben aussieht, wie es hier weitergeht. Und wir haben eine neue Stufe erreicht. Das heißt, wenn wir Glück haben, bekommen wir neue Sachen. Jetzt werde ich erstmal ganz kurz die Bäume ernten, weil es kann nämlich sein, dass wir die dann nochmal ernten können. Sobald nämlich der Frühling vorbei ist. Haben wir jetzt Frühling? Ja. Ist Frühling. Okay. So, dann holen wir uns erstmal hier unsere Blümchen. Sehr schön. Überall neue Stufen erreicht. Wunderbar. So, was haben wir denn im Frühling noch? Wir können im Frühling noch Auberginen. Okay, im Sommer können wir auch Auberginen machen. Und wir haben was Neues bekommen. Eine große Scheune und einen weiteren kleinen Bambuszaun. Okay. Sehr gut. So, was haben wir denn für Aufgaben eigentlich? Okay, wir brauchen Kühe und Rüben. Das sollten wir eigentlich hinbekommen, ne? Ich weiß noch nicht so genau, ob das mit den Kühen geklappt hat. Beziehungsweise, ob die ausreichen, die wir jetzt haben. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, das sollte definitiv reichen. Dann haben wir die nämlich voll, dann brauchen wir nämlich nur noch die Rüben. Haben jetzt schon den Sommer. Sehr gut, dann fangen wir an am besten hier hinten mit den Rüben. So, wir brauchen 60 Stück insgesamt. Und ich glaube, wir könnten sogar jetzt noch neue anpflanzen. Aber ich werde hier erstmal... Na, sag schon, wie heißen sie? Kürbisse anpflanzen. So, dann kommen hier einmal die Weintrauben hin. Die brauchen nämlich auch relativ lange. So, Forellen brauchen wir auch. Okay, da brauchen wir 30. Ich denke mal, das wird jetzt hier auf der Schnelle nicht wirklich klappen. Aber die ganzen Apfelbäume und Birnenbäume hier sind auch wieder erntebereit. So, bevor ich jetzt hier stehen bleibe, werde ich mir definitiv erstmal ein bisschen Sprit holen. Dann schauen wir mal hier hin. So, Auberginen. Ich würde sagen, wir warten erstmal, was wir für eine Aufgabe bekommen, wenn wir die erledigt haben hier. Weil die 60 Rüben sollten wir theoretisch gesehen hier jetzt farmen können. Die haben wir aber, glaube ich, hier hinten drin. Ne? Wir lassen mal die Auberginen noch in Ruhe. So, ich glaube, eine andere Aufgabe mit Fischen oder sowas haben wir nicht. So. Sehr schön. So, hier haben wir jetzt die ganzen Rüben. Die haben wir jetzt erstmal abernten. Und dann schauen wir weiter. So, zwei Stück noch. Apfelrose und Schweine brauchen wir. Okay, da haben wir gar keine Aufgabe. Aber wir können trotzdem mal ganz kurz hier reinschauen. Also hier brauchen wir nochmal den Song. Da brauchen wir Forellen und da brauchen wir die... Ja gut, dann können wir das dran lassen. Ach, siehst du, den Song hätte ich auf jeden Fall nochmal machen können jetzt. So, Trauben haben wir schon auf Stufe 4 bekommen. Sehr schön. Die könnten wir sogar auf Stufe 5 bekommen, wenn wir gut sind. Ja, da haben wir es auf Stufe 5. Und ich denke mal, genau, Stufe 6 ist nämlich auch noch drin. Wunderbar.
So, jetzt gehe ich erstmal ganz schnell in unser Haus und werde... Und werde einmal dieses Lied abspielen, weil das müsste eigentlich jetzt theoretisch gesehen funktionieren. Nein, da brauche ich immer noch die Ressourcen, die ich nicht habe. Okay, wie bekomme ich die Ressourcen? Ich habe noch nicht richtig erkannt, was das eigentlich sein soll. Okay. Neue Stufe Aubergine. Neue Stufe Bauernhof. Mal gleich mal reinschauen. Was können wir anbauen? Wir können chinesische Auberginen anbauen. Und wir haben einen mittelgroßen Steinhaufen bekommen. Okay. Die wachsen aber nur im Herbst. Gut. Schauen wir mal, Stufe 14, 13, Stufe 9, Stufe 9, alle Stufe 9 bis auf die Linsen. Kürbis ist auch Stufe 6. Okay. Das heißt, hier einmal komplett Kürbisse hin. Sehr gut. Die Rüben können wir auch noch mal. Aber ich werde erstmal hier... Kürbisse, die brauchen nämlich am längsten. So, dann kommen hier die kleinen Rüben hin. Kosten halt nicht so viel, aber die müssen wir halt auch ein bisschen nach oben putschen. Oh. Einmal vergessen. So, Auberginen. Da brauchen wir auf jeden Fall unsere Felder. Habe ich die eigentlich? Da haben wir auch schon Kürbisse. Kühe brauchen wir eigentlich nicht jetzt füttern mehr. Hier haben wir Weintrauben, also könnten wir die Auberginen hier oben hinpacken. Aber wir können natürlich jetzt auch erstmal schauen, dass wir vielleicht ein neues Feld kriegen. Die Frage ist, in welche Richtung erweitern wir uns? Hier haben wir ziemlich viele Hühnchen und Salat. Ich bin mir nicht sicher, was haben wir denn... Wird ja vielleicht hier hinten in diese Schneewelt weitermachen. Aber hier haben wir halt auch noch nichts weitergemacht. Hier könnten wir dann natürlich Felder weiterbauen. Hier hätten wir ziemlich viel Rüben. Fast 800, ne? Nee, ich würde warten. Ich würde einfach warten. Wir haben Diamanten. Wir bekommen die dann noch irgendwann zusammen. Dann würde ich sagen, als erstes gehen wir in die Stadt, schauen, dass wir Aufgaben haben. Was können wir erweitern? Unseren Traktor nicht. Hier können wir auf jeden Fall was verkaufen. Aubergine, du hast nichts mehr. Jetzt kann ich mal meinen Salat hier verkaufen. Okay, weil du nichts mehr hast. Ich könnte dich verbessern, du kostest Geld und Fische. Würde auf Stufe 7 gehen. Hat mehr Diamanten dann. Das lassen wir erstmal noch. So, Getreide verkaufen wir jetzt erstmal nicht. Ein bisschen Milch können wir, Eier und Paprika. Bei den Fischen genauso. Okay, also diese haben wir komplett abgeklappert. Dann haben wir hier unseren Blumenladen. Blumen haben wir natürlich jetzt nicht so viele. So, und hinten haben wir einen Süßigkeitenladen. Da brauche ich die Dinger, weil ich immer noch nicht weiß, was das ist. Aber Trauben kann ich ja auch verkaufen. Lagerhaus könnte ich verbessern, möchte ich nicht. Hier brauchen wir jetzt... Okay, warte mal, die haben wir alle durch. Und für den Outfitladen und für die Landschaftsbauagentur brauchen wir 20 solcher Schleifen. Okay, das heißt, wir müssen viele Aufgaben machen.
Alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir hier die Schleifchen sparen. Ich meine, vieles herumlaufen, hat sich meine Kleider abgenutzt. Ich brauche Wolle. Mit Wolle kann ich leider nicht dienen. Tut mir leid. Mit Wolle kann ich leider nicht dienen. Wir haben auf der anderen Seite noch jemanden. Wenn ich Wolle habe, brauche ich ja Schafe oder so, ne? Und Schafe habe ich nur noch nicht freigeschaltet. Schade eigentlich. So, was möchtest du? Vielleicht kann ich ja dir helfen. Ich habe ein bisschen mich verschätzt mit der Gewürze. Okay, 200 und für... ja. Okay. Dann haben wir die. Dann haben wir zurzeit erstmal keine Aufgabe. Vielleicht haben wir ja später nochmal was. Oh, der Sommer ist natürlich noch voll im Gange. Wir könnten natürlich Salat anbauen. Müsste eigentlich innerhalb von 10 Minuten fertig sein. Wenn er bewässert ist, müsste es sogar noch schneller gehen. Deswegen hauen wir jetzt hier mal Salat hin, da kriegt man den auf jeden Fall auch ein paar Stufen nach oben. Weil wir haben ja hier sowieso alles bewässert, deswegen geht das relativ schnell. So, da müssen wir noch. Das brauchen wir nicht. Dann können wir Salat ernten. Geld haben wir genug. Wir haben natürlich nichts anderes bekommen hier. Ne? Wir brauchen immer noch die Forellen, um eine Aufgabe abzuschließen. Wir brauchen noch die Apfelrose. Da haben wir jetzt ja relativ viele. Ne? 11. Wir brauchen aber 50. Vielleicht mache ich da ein Blumenfeld hin. Damit ich die relativ schnell voll kriege, die Aufgabe mit dem Schwein. Da haben wir auch gerade mal 6. Wir werden mal die Kühe wegnehmen. Und wir werden hier die Schweine hinpacken, die wir hier als die wir hier brauchen. So, dann müsste die Aufgabe relativ schnell erledigt sein. Mit den Apfelrosen muss ich mal schauen. Die müssten wir eigentlich... Guck mal, wir haben auch noch... Ne, die gelben haben wir schon. Wir könnten jetzt natürlich hier nochmal... komplett... da haben wir 27. Ja, dann müssen, können wir die zweimal ernten. Das sollte eigentlich passen. Wunderbar. Kürbisse können wir heute sowieso nicht. Rüben können wir definitiv noch ernten. Den Salat können wir ernten. Bei den Schweinen habe ich 25 und ich brauche 30. Das ist in Ordnung, das kriegen wir hin. Bei den Schweinen gibt es aber, glaube ich, auch nur Pilze, ne? Wir könnten natürlich jetzt hier nochmal, wie sieht es denn aus mit den Forellen? Da haben wir 9, da brauchen wir, da könnten wir auf jeden Fall nochmal ein paar machen. Forellen könnten wir noch ein paar machen. Da müssen wir das Lied spielen. Forellen haben wir 9. Wir könnten ja jetzt hier, theoretisch gesehen, noch mal ein paar hinpacken. Dann hätten wir hier jetzt einen schönen großen Forellenteich. Den können wir natürlich immer wieder aus. Den können wir natürlich immer wieder verändern, falls wir eine andere Fischsorte brauchen. Dann passt das. So, hier können wir auf jeden Fall auch noch einen See hinmachen, dann ist das hier schon vorbereitet.
als es dann mal neue Fischis gibt. Da können auch welche rein. Sehr schön. Haben wir das auch schon fertig? Der Salat möchte natürlich gegossen werden. Das war mir eigentlich klar, dass wir das in 2 Minuten fertig kriegen dann hier. So. Wir schauen nochmal, nicht dass ich mich jetzt auch vertue. Ja, Jahreszeit Herbst. Wir haben Frühling, Sommer, Herbst ist die nächste Jahreszeit, die wir haben, genau. Und, Wassermelonen. Oh, das sind sogar andere. Die sind, glaube ich, auch neu, ne? Das sind Stufe 9, Stufe 7. Guck mal, Wassermelonen. Das sind unterschiedliche. Das sind normal. Das sind Wassermelonen, das sind normale Melonen. Okay. Ist mir, glaube ich, auch noch nicht wirklich aufgefallen, denke ich mal. Also zumindest ab Stufe 31 gibt es wieder. Sind aber gerade mal in Stufe 23. Was haben wir hier oben eigentlich noch? Einen Mangobaum. Den habe ich, glaube ich, total vergessen zu ernten. Eigentlich brauche ich die Blumen nicht gießen, weil wir haben in der Folge eh nicht mehr hinkriegen. Aber mir gefallen halt die Symbole auch nicht, ne? So, jetzt müssten wir es eigentlich hinbekommen. Ja. Der Salat ist fertig. Wunderbar. Da werden wir dann mal schauen in unser Inventar. Neue Stufe 15. Läuft. Ja, 14 Sekunden, das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Ah, oh. Salat ist voll. Das heißt, ich muss den Salat eigentlich verkaufen. Wo verkaufe ich den denn? Beim Gemüseladen? Ja. Er hat nichts mehr. Was brauche ich denn den, um den zu verbessern? Geld und Rosen. Gehen uns die Rosen. Okay. Ist aber in Ordnung. Jetzt können wir uns definitiv den anderen Salat hier schnappen. So, und dann können wir diese Auberginen. Also die werden wahrscheinlich auch wieder relativ teuer sein. Die werden relativ teuer sein, die Auberginen. So, hier haben wir noch Kürbisse, die brauchen wie gesagt eine ganze Weile. Die. Ja. Die Rüben sind fertig. Kann ich sogar gleich nochmal welche anbauen, wenn ich Glück habe. Vielleicht brauche ich die irgendwann nochmal. So, das hat aber gerade so gereicht. So, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Die kosten 1700, die sind richtig teuer. Und die Wassermelone müsste ich eigentlich auch anbauen. Und wir haben, was haben wir gekriegt? Violetter Würsing. Der ist definitiv auch neu. Okay. Dann schauen wir mal. Also am teuersten sind auf jeden Fall die Auberginen. Da werden wir aber definitiv auch ein komplettes Feld. Anbauen. So, was hat man gesagt? Chinesische Auberginen. So, mal gucken, wie schnell jetzt hier das Geld weggeht. Ja.
Ah, ich hätte auffüllen sollen. So ein Mist. Ich hätte einmal auffüllen sollen. So. Geht doch. So. Chinesische Aubergine, die packen wir auf jeden Fall gleich nochmal hier hin. Und hier hin. Dann schauen wir mal Stufe 9. Das sind diese normalen Melonen, genau. Die will ich auf jeden Fall auch nochmal anbauen. Dass wir die auch noch eine Stufe höher kriegen. Die sind nämlich nicht so teuer. So. So. Und hier kommen nochmal Auberginen hin. Brauchen halt auch 10 Stunden. Wir haben heute nicht mehr ernten können. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben noch 75.000. Das ist mehr als gedacht. Beziehungsweise mehr als mal beim letzten Mal. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich vielleicht hier oben sogar noch eine große Scheune hinbekomme. Wie groß ist denn die Scheune? Da komme ich natürlich, wenn ich die jetzt hier hinstelle, nicht rundherum. Ich baue sie hier hin. So. Dann können wir nämlich hier wieder einen Weg rundherum zimmern. Ich weiß gar nicht, ob jetzt eigentlich irgendwas verbessert wurde. Da kommt auch noch ein Weg hin, dann muss das dann weg. Diese Bambuszäune. Ich wollte natürlich die Scheune jetzt nicht abreißen. Aber ich finde die Bambuszäune eigentlich richtig cool hier. Finde ich sogar fast cooler als die Holzdinger. Die werden halt teuer sein. Die werden ziemlich viel kosten. So, hier kann ich auch noch nicht rumtrum. Ah, von den. Ah, ich habe gerade gesehen, wo ich das Zeug herkriege. Okay. Kann ich dann... Ja. Ich kann. Okay, ich brauche diese Tannen auf jeden Fall. Da kriege ich definitiv dieses komische Zeug her, was ich brauche da. Muss ich mal schauen, dass ich hier irgendwo noch einen Tannen... Nochmal, wenn ich jetzt hier sage, ich packe hier jetzt die Tannen hin. Die passen hier ganz gut hin. Damit kann ich leben. Sehr schön. Hier auf die Schrägen passen sie ja nicht. So, Fischi sind auch nicht fertig. Wie gesagt, die brauchen hier 6 Stunden. Die brauchen noch 10 Stunden. Das kriegt man auf jeden Fall nicht mehr heute hin. Das werde ich erst am nächsten Tag, wenn ich wieder spiele, das sehen, wie das aussieht. Wie gesagt, dort unten hinten ist eine große Scheune. Aber ich habe doch eigentlich große Scheunen schon gebaut, oder? Im Besitz eine, im Besitz zwei. So groß sieht die gar nicht aus, oder? Na gut, die hat hier dieses kleine Ding noch dran. Okay, gut. Das hat die kleine Scheune nicht. So. Apfelrosen.
Könnte natürlich jetzt auch einen Sprinkler hinbauen, aber wie gesagt, ich muss ja eigentlich, die sparen, die Schleifen. Ich brauche 20 Stück, damit ich endlich meine Landschaft verändern kann. Das wird nämlich eine richtige Sparaufgabe. Ich brauche jetzt, wie gesagt, noch 15 von diesen Schleifen, damit ich diesen Laden bauen kann. Dann kann ich nämlich meine Landschaft verändern. Dann kann ich das alles flacher machen. Kann hier solche Rampen setzen, wo ich denke, dass sie dahin gehören. Jetzt hier, das würde ich zum Beispiel wegmachen, damit ich den Weg hier rum machen kann. Ja, wir müssen da mal sehen, wie das funktioniert, ob wir das hinbekommen, ob das alles klappt. So, wie gesagt, diesen komischen Wörsing geht erst im Winter, aber ich habe ja halt auch keine Felder mehr, wo ich sage, ja gut, ich hätte jetzt den Tierz noch weitermachen. Mit einem Feld. Ja. Okay, das würde sogar... Falscher Weg, das würde sogar... Das würde sogar alles ordentlich passen hier. Was machen wir denn hier hin? Das ist wieder ungenutzte Fläche eigentlich. Ja. Das ist definitiv ungenutzte Fläche, so. Obwohl hier könnte man theoretisch gesehen jetzt noch einen Weg durchmachen. Hier rüber? Nee. Aber das kriegt man vielleicht ein bisschen weg und dann können wir den Weg auf jeden Fall und dann vielleicht... mal sehen. Okay, dann lasse ich das jetzt erstmal. Den Würsing würde ich aber, wie gesagt, noch gerne anbauen. Aber der Herbst braucht halt noch ein bisschen. Von der Zeit her. Die brauchen noch eine Minute. Dann könnten wir die theoretisch gesehen schon wieder, abbauen. Wir können natürlich jetzt nochmal in die Stadt gehen, aber ich glaube, da gibt es halt keine Aufgabe. Nur diese eine mit dem... So, die habe ich schon wieder ausgekauft. Birnen kann ich noch, Zitronen hebe ich mal auf. Äpfel kriege ich immer wieder neu. Weizen hebe ich auf. Achso, ich will ja das ja mit dem Lied noch zu Ende bekommen, ne? Tja, Käse kann ich auch noch nicht machen. Wie gesagt, hier Landschaftsbau. Ist erstmal wichtiger als die Boutique, würde ich sagen. Verbessern, Geld und Pilze. 30.000. Ne, ich will diesen Würsing. Ich will diesen Würsing unbedingt anbauen noch. Da bin ich mir nicht sicher, wie viel Geld ich noch brauche. Die könnte ich auch alle verbessern. Bei meinem Traktor sieht es, glaube ich, schlecht aus, oder? Da brauchen wir auch die Schleifchen und 24 Rosen. Die haben wir noch nicht. Und jetzt kann ich hier drin nicht weitermachen, weil... Oh ne, mir fehlen 4 so eine ollen Dinger, ey. Das gibt's nicht. Ach, na gut, wenn ich Glück hab. 6 Minuten noch. Dann kann ich die... Entschuldigung. 6 Minuten noch, dann kann ich die Kiefern ernten und dann sollte ich das mit dem Lied hinbekommen. Ich brauche nur eine Stunde, 6 Minuten. Warte mal, das sind auch Forellen hier. Aber da habe ich jetzt da hinten welche... und ich brauche nur noch 15, genau. Dann kann nämlich das weg und das weg.
Schnellreisepunkt. Baue ich so viel um eine Mühle. Gibt Einnahmen bei Interaktion. So, was haben wir hier? Wir haben hier so eine komische Felswand, aber... Boah, soll ich die da hinbauen? Da haben wir ein Schild. Haben wir einen Hühnerstall? Ne, der müsste eigentlich zu unseren Hühnern als... Da haben wir eine Brücke, hier haben wir noch so eine Fahne. Wir können ja mal schauen, aber irgendwie... Das ist jetzt nicht so... Das ist eigentlich nicht so berauschend hier. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, was wir da hin machen können. Könnten wir natürlich jetzt noch... Da haben wir gerade mal eine in Besitz. Machen wir noch ein paar Blumenbeete. Was kostet denn eigentlich diese Bambus-Dinger? 25 kosten die. Das ist schon heftig. Die sehen natürlich voll geil aus, wa? Ich würde jetzt mal schauen, wie das aussieht, wenn ich hier unseren Fischteichen auch sowas rumdrum mache. Ob das mit dem Bambus. Tja, eigentlich sieht das fast mit dem Bambus cooler aus, oder? Als mit dem. Aber Bambus ist halt so schweineteuer. Wie gesagt, das kostet einen Diamanten und das kostet 25. Das ist schon extrem. Das ist schon echt extrem, ey. So, einmal Rüben ernten. Einmal bitte Rüben ernten. Die brauchen noch nicht bewässert werden, okay. So. Ja, Stufe 10, wunderbar. Okay, und was ist noch Neues dazu gekommen? Die wachsen nur im Sommer, Jahreszeiten, goldene Rübe. Die haben wir nämlich auch noch nicht angebaut, okay. Also die müssen wir auf jeden Fall anbauen. Den Wörsing baue ich jetzt definitiv noch an. Und die chinesischen Auberginen haben wir. Also eigentlich geben nur hier diese komischen Kiefern diesen Ertrag von diesen Dingern, die wir brauchen. Okay, gut zu wissen. Aber wie gesagt, die Kiefer müssten wir jetzt ja noch ernten können. Genau. Dann sollten wir das Lied abspielen können. Dann packen wir den Würsing noch hin, den wir ja hier oben noch. Hier oben haben wir keine Luft mehr, ne? Hier oben ist alles voll. Okay, gut. Ja, diesen mit den Felsbrocken, das finde ich jetzt noch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Das ist, denke ich mal, Geschmackssache. 2 Stunden brauchen die noch. Die Schweinchen kommen natürlich alle wieder weg dann. Hier hinten hatte ich jetzt noch, genau. Genug Luft. Drüben können wir jetzt sowieso nicht anbauen, oder? Die Melonen sind Stufe 7. Die habe ich aber eigentlich auch angebaut. Was kostet denn der Würsing? Der kostet 100. Die kosten 200. Der ist sogar... billiger als die Melonen der Wörsing. Ja. Dann werde ich lieber den Wörsing anbauen. Weil Melonen, wie gesagt, die haben wir dort oben. Das sieht schon geil aus mit dem Bambuszaun. Und wie gesagt, da brauche ich erstmal richtig viel... richtig viel Diamanten. Ich meine, gut, wenn ich jetzt hier anfange, den Weg abzureißen.
komme jetzt mal ein bisschen was zurück, ist aber auch noch nicht so die Welt, ne? Ja, eigentlich kann ich das lassen, weil im Endeffekt... aber die Zäune hier kann ich abreißen. Weil... Weil die brauche ich definitiv noch nicht hier. Weil ich weiß ja noch gar nicht, ob ich hier überhaupt Zäune brauche hier oben. So, und da haben wir einen Winter, das heißt noch schnell Wirsing anbauen. Wirsing anbauen, die Dings dort holen. So. Apfelbaum. Apfelbaum. So, die ernten. Wunderbar. Okay, so. Schnell noch das Lied anschmeißen, bevor wir den Wirsing. Oh, wir haben heute eine XXL-Folge. Na, das ist egal. Das ist egal. So, machen wir hier schnell weiter. Dann müsste man das eigentlich fertig haben. Ja. So. Wirsing. Wollten wir hier hinten anbauen. Wie gesagt, Wirsing ist... Stufe 1 und die goldenen Möhren auch. So, dann haben wir den mal anbauen hier. Wie gesagt, 100. Und der braucht 5 Minuten. Oh, der geht auch relativ schnell. Aber darauf kann ich jetzt nicht noch warten. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wäre einfach zu lange. So. Okay. So. Wirsing angebaut, alle Felder bestellt. Das war's mit Farm Together 2 für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet hattet euren Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Da geht's hier weiter auf unserer kleinen Farm. Schaut euch sie an. Sieht ganz gut aus. Wir werden noch einige Veränderungen treffen. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschüssi.